Dies kann nicht sein. Ich wurde nicht erschaffen, ich wurde umgewandelt. So, Zera war also mal ein Mensch. Was sagt man dazu? Rompe möchte sich dazu eigentlich gerne äußern. Ja. Das kann nicht sein, das kann nicht sein. Meine Existenz ist ein Schwindel. Ja, du wurdest adoptiert. Deine Eltern waren nur nicht die, an die du dachtest. Die Wahrheit meiner Existenz wurde mir verheimlicht. Siehst du, am Ende hatte ich recht. Von was redest du? In Wahrheit gab es einen Papa, der die Mama schraubte und sie komponierten wie schmutzige Tiere, um dir zum Leben zu verhelfen. Schweig. Ja, ich kann mir vorstellen, du bist vielleicht ein Elf. Papa Elf vögelte Mama Elf. Ja. Oh Gott, nein. Nein, das lese ich nicht vor. Nein, stopp diese Folter, ja genau. Ah. Wie war das? Ach ja, das Echo meines Gelächters wird in der ganzen Burg zu hören sein. Gott, jetzt verspottet er den armen Zera auch noch. Als hätte der nicht schon genug zu kämpfen. Ach, hallo. What the f... Ich glaube, so langsam kriegt Zera wieder Emotionen. So, kommen wir denn dahin? Pass auf, der Zauberer könnte in der Nähe sein. Ah, du sorgst dich um mich. Natürlich nicht. Wirklich? Du sorgst dich um mich? Falsch, nun werde ich wohl das Geächteter gelten. Wenn sie mich fangen, werden sie meine Essenz für immer zerstören. Das kann ich nicht erlauben. Schau, sie wollen auch mich töten. So sind wir nun beide im selben Boot. Wir sind wie Butch Cassidy und Sundance Kid. Oder Thelma und Lewis, okay. Ich hab keine Ahnung, wovon die reden. Rompe? Rompe? Ja, jetzt ist mein Internet wieder super, toll. Ich bin gerade leicht angepisst, weil das eine super epische Cutscene war. Ja. Was soll ich tun? Soll ich hinaufgehen oder soll ich hinuntergehen? Ich kenne diesen Bereich nicht, hier war ich noch nie. Dann gehe ich hoch. Was hochgeht, kommt auch wieder runter. Das macht Sinn. Was macht die Cat? Sie geht runter. Das sieht nach Lavasee aus. Dann gehe ich hoch. Cat geht runter. Blutfluss. Okay, so viel zu Lava. Blut tut nicht so weh wie Lava. Aber ich gehe trotzdem nicht rein. Mhm. 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 Sieh, dort unten ist der Zauberer, der die Opferung ausführte. Was macht der Bastard dort? Seinen Kräften und seiner Fähigkeit, Seelen umzuwandeln, nachzuurteilen, wird sein nächster Schritt wohl die Vernichtung des Geistes des Lichtes sein. Geist des Lichtes? Ja, Geister des Lichts sind die stärksten Feinde der Untoten. Schau zur anderen Seite des Raumes über den Altar. Oh ja, es ist wahr, Zera. Wir müssen diesen Zauberer stoppen. Wir müssen? Lass mich dir in Erinnerung bringen, dass ich ein Diener der Schatten bin. Selbst wenn ich es wollte, aber in deinem Körper gefangen sein, macht es mir unmöglich, meine Kräfte einzusetzen. Hm. Oh. Scheiße, wo ist er? Er ging den Gang hinunter, der zum Altar führt. Bald wird der Geist aufhören zu existieren. Dieses Mal lasse ich den Bastard nicht damit durchkommen. Sehr tapfer, aber auch töricht. Du hast wohl die Wache nicht bemerkt, die den Zauberer verteidigt. Gehst du hinunter, wirst du getötet werden. Ich werde eingefangen und sie lassen mich für immer verschwinden. Alles nur für eine unbedeutende Seele. Aber es ist nicht nur diese Seele. Hunderte von ihnen wurden schon geopfert. Bedenke, dieser Typ
hat dich möglicherweise getötet und dich in einen Sklaven von Hanakon umgewandelt. Ich habe nur eine Chance. Du hast nur eine Chance. Komm her. Komm, stirb. Nein! Sterbt alle samt. Jawohl. Ein bisschen Geld GG. Einsammeln. Muss er noch zur Seele hochklettern, oder? Ja, muss ich, glaube ich. Sonst kriege ich, glaube ich, auch eh keinen Ausgang hier, weißt du? Ja. Doch, jetzt, aber ich gehe trotzdem mal zur Seele. Geh mal trotzdem mal vorbeigucken. Ich habe irgendwie das Gefühl, sie wird uns töten. Oder auch nicht. Eingesammelt. Geld! Hey, Geld! So. Keine Karte verfügbar, ja. Wundervoll. Und jetzt ab in den Blutfluss. Meinst du wirklich, das ist eine gute Idee? Rubin geht vor Vielleicht Studieren. Ist es doch Lava, warte. Speichern. Ja. Mir lieber als im Blutfluss zu sterben. Und dann alles nochmal zu machen. Ja. Also einfach nur rechts lang. Gut. Der obere, ne? Nein. Der untere. Und? Ja. So. Och nö. Geht weg. So. Überleg gerade, wo ist eigentlich die goldene Box hier? Keine Ahnung. Ach so, Shift 1. Es gibt eine goldene Box. Kacke. Das ist blöd gelaufen. Ach, das ist ein Arkanzauberer. Na, der macht ja nicht so viel Damage. Ich dachte schon, das wäre ein Feuerzauberer. So, jetzt aber. Klupp. Jo. Oh mein Gott, Blutseepferdchen. Blutpferde. Okay, ducken hilft nicht. Springen hilft, glaube ich, auch nicht. Nee. Oh, dann zieht mir halt ein bisschen was ab. Ist mir doch egal. Junge! Ja. Wie lang ist denn der? Ich hab so die Befürchtung, dass der unendlich lang ist. Zumindest in die eine Richtung. Ach! So viel dazu. Ja. Aha. Alles klar. Dann gucken wir uns doch das mal an. Was haben wir denn da? Hey Zera, schau, ein anderes Portal. Eine Idee, wo es hinführen mag? Diese Tür führt in die Unterwelt. Heim von Zax Mortis, Wächter des sechsten Schlüssel. Ach, Wächter, okay. Ich würde aber mal sagen, wir gehen erstmal zu dem Geist. Also zu der goldenen Box dann. Und so viel Zeit hast du jetzt auch nicht mehr. Nee, so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht mehr.
Falsche Tür. Na, komm, hoch mit dir. Auf. Du kannst theoretisch schon springen. Na. Dann ist ja eh drauf. Na, da bin ich mir nicht so sicher. Jetzt ernsthaft? Ja, so viel dazu. Ja. Warten wir. Irgendwie bin ich ein bisschen zu fett geworden. Zu was geworden? Zu fett. Ach, zu fett. Aber ist einfach zu ich schwer. Ich habe eine Mail bekommen. Wenn man jetzt im Stream sieht. Ah nee, Quatsch. Das war ja nur bei XSplit so. Ah. Nein! Das ist doch jetzt echt nicht wahr. Also Leute, schickt nie eure Mails, wenn ihr auf den Aufzug wartet. Oh ja, wie lange der wohl braucht, um wieder runterzukommen? Ah, da ist er wieder. Jetzt stehe ich drauf. Es kann nichts schief gehen. Erdgeschoss, bitte. Ding. Wir sind gleich da. Ja. So. Ah, da. Da ist er. Sprich zu mir, oh großer Geist. Ich rief dich im Namen der Macht von Hanakon dem Großen. Du hast meinen Namen gerufen? Es ist der Wunsch des großen Lords, dass du mir dein Wissen der Magie gibst. So musst du der Auserwählte sein. Ich habe dich früher erwartet. Was? Du wusstest schon, dass ich kommen würde? Hanakon sagte mir, dass du kommen wirst. Du bringst das Necronomicon. Oh, ernsthaft? Scheiße, wir hätten das Buch mitnehmen sollen. Du meinst damit das Buch der Toten? Es ist dasselbe. Ohne das Buch kann ich dir das Wissen der Nekromantie nicht geben. Nekromantie, großer Geist. Wo ist das? Ich weiß das doch. Necronomicon. In den Ja. Das ist ein geheimer Gang, der zum Raum des Necronomicons führt. Wo wir schon waren. Das H und das R waren vertauscht. Wisse, das Buch ist angekettet. Du musst den Schädelschlüssel finden, um die Ketten zu öffnen. Der Konservierer der Katakomben besitzt den Schlüssel, einen silbernen Schlüssel in Form eines Schädels. Jo. Du musst ihn dir holen. Genau. Eine letzte Sache noch. Um den Zauber zu sprechen, der dir das Wissen der Nekromantie gewährt, benötige ich arkane magische Essenz. Ist ja nicht so, dass wir nicht 200 davon haben. Keine Sorge, ich besorge das Necronomicon und bringe dir die magische Essenz. Diese verdammten Geister alle fragen sie nach magischem Staub. Was für ein Haufen Abhängiger. Keine Sorge, Cat. Necronomicon wirst du genauso lernen wie Ja. Ich hab den Anfang vom Namen vergessen. Raxacurigo Fallapatorius. Hast du gehört, Sera? Hanakon sendet jemanden anderen, um diesen reinen Geist zu sprechen. Ja, er muss wichtig sein, um der Magie der reinen Geister würdig zu sein. Wie auch immer, ich beeile mich besser, bevor der echte Auserwählte kommt und die reinen Geister herausfinden, dass ich gelogen habe. Falls dieser Bastard auftaucht, bevor ich das Necronomicon bekomme, kann ich der Necronomicon...